Nicht nur wer Kinder hat, kennt diese Situation. Einmal kurz nicht aufgepasst und schon ist es passiert. Flecken auf Möbeln oder Teppichen sind ärgerlich. Wichtig ist, jetzt nicht falsch zu handeln. Die meisten, die einen Fleck haben, gehen aber gerade falsch um. Die haben vor lauter Angst und oh, jetzt habe ich einen neuen Teppich oder so, jetzt habe ich einen Fleck. Das ist eben das große Thema, dass man darauf achten sollte, dass man zuerst die Flüssigkeit so gut wie möglich rausbringt. Und dann bleibt ja nur noch ein ganz kleiner Restbestand. Und dieser Restbestand, um den geht es noch wirklich. Und das ist in der Regel ganz einfach, wenn man das sofort bearbeitet. Klingt einfach, ist es auch. Der Experte zeigt, wie es geht. Dabei spielt es übrigens keine Rolle, welches Textilmaterial Sie reinigen. Die Vorgehensweise ist immer die gleiche. Dann nimmt man den Löffel und schöpft das zuerst mal ab. Und der Vorteil ist, dass dann 80% von dem Flecken schon weg ist. Und anschließend geht man automatisch mit Seva Wisch und weg. Dann sind die nächsten 10% weg und dann ist der wirkliche, entscheidende Fleck, das was zum Wegmachen ist, auch relativ sicher weg. Anschließend die Prozedur mit Mineralwasser wiederholen. Wenn man das nicht macht, dann bleibt viel von dem Fleck drin und dann auf die Struktur achten, dass der Teppichboden nicht in 3, 4, 5 verschiedene Richtungen gemacht wird, sondern dass er in eine Richtung frisiert wird. Und das ist das Ergebnis. Funktioniert übrigens nicht nur bei Cola, sondern auch bei Rotwein oder anderen Flüssigkeiten. Mit dem Löffel abschöpfen, mit Küchenpapier aufsaugen, bei Rotwein zusätzlich Salz auf den Fleck streuen, einarbeiten, nochmal ausreiben, fertig. So haben Sie auch nach einem kleinen Missgeschick wieder Freude an Ihrem Teppich.